Eins, zwei, drei. Warte, ich muss meine Haare sehen. Entschuldigung, es hat ein bisschen strohig ausgeschaut. Aber jetzt. Eins, zwei, drei. Entschuldigung, meine Haare. Aber jetzt komm schon. Komm schon. Eins, zwei, drei. Urdick. Jetzt die kleine Wacht schon so. Ja. Hallo, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul von uns. Diesmal gibt es uns wieder einen Doppelpack. Mhm. Ja, wir waren vorhin einkaufen und wir waren in vier verschiedenen. In vier. Supermärkten, weil wir so dort was kaufen und dort was Kleines und hier was. Ja, deswegen hat sich heute mal aus zwei, vier. Genau. Und wir haben ausgegeben 300 Euro, also circa 300 Euro, ein bisschen weniger, so 280. 280 Euro. Ja, und dieser Einkauf ist richtig riesengroß. Also normalerweise geben wir so um die 200 Euro aus. Und diesmal haben wir gedacht, jetzt kommt Ostern. Ja, ein zusätzlicher Tag, wo die Geschäfte zu sind, wir müssen noch viel einkaufen. Ja, ja. Nein, Scherz beiseite. Also wir haben viele Getränke gekauft. Das geht dann immer, dann summiert sich das, viele Getränke. Auch, ja, werdet ihr dann nicht sehen. Wir werden euch alles zeigen, deswegen starten. Und viele Getränke. Also, fangen wir mit den Getränken an. Ja, fangen wir mit den Getränken an. Okay. Gut, viele Getränke an. Gute Idee. Also, von Papa. Warte kurz. Ah. Du musst schnell sprechen, ja? Schnell sprechen. Also, wir haben ja. Also, ich habe mir wieder Malzbier mitgenommen. Ich nehme immer das hier. Candy Malz, das gibt es bei Merkur. Auf jeden Fall, ich trinke so gern Malzbier. Das ist ja auch sehr gut für stillende Mamis. Kann ich euch auch empfehlen. Gibt es bei uns bei Merkur und beim Spar, oder? Mhm. Also beim Interspar oder Eurospar. Beim alle Spar eigentlich. Genau, und bei Merkur ist immer so eine Aktion mit minus 25% auf Bier. Deswegen sofort zugeschlagen. Haben wir das gekauft. Dann hat der Papa beim Bier auch zugeschlagen. Der Papa kauft immer gerne dieses Heineken. Das ist ohne Alkohol. Genau. Treibstoff. Ups. Treibstoff fürs Wochenende. Das schaut so aus. Da steht 0,0. 0,0% Alkohol. Das wäre wirklich gut. Also bis jetzt habe ich immer 0,1 getrunken, aber irgendwie schmeckt man immer. Ja, jetzt trinkt der Papa dieses Bier. Und dann haben wir noch ein 4er Fanta mitgenommen und ein 4er Coca-Cola. Und das war so, dass seine Aktion war, 4 kaufen, 4 gratis. Das heißt, wir haben eins von denen gratis bekommen. Richtig cool. Dann waren wir noch beim Spar unseren Lieblingsapfelsaft kaufen. Also ich liebe diesen Saft. Von Spar haben wir tatsächlich nur diesen Saft gekauft. Na, drei Kisten ja. Ja, aber ich meine nur Saft, oder? Das ist nichts anderes. Nix. Also dieser Apfelsaft ist so lecker. Da wurden nochmal zwei Kisten mit Apfelsaft gekauft. Genau, zwei Kisten Apfelsaft und dann noch zwei Flaschen, oder? Wahnsinn. Dann haben wir noch Himbeersaft. Zwei Flaschen. Dann haben wir aber drei Flaschen Orangensaft. Das ist so... Frisch gepresst. Und dann haben wir noch einen Eistee mitgenommen. Es gibt nur Zitronengeschmack, aber ist nicht schlecht. Grey. Vor allem, wenn es richtig gut abgekühlt ist. Mama. Ja, also wie ihr seht, wenn wir dann so viele Saftflaschen kaufen, auch mit den Kisten und so weiter, da summiert sich dann schnell. Man ist dann habe ich noch 4 Blumenerdesäcke gekauft, die habe ich aber draußen gelassen. Ich kann sie nicht herschleppen. Ja. Aber ihr könnt euch schon vorstellen, 40 Liter. 40 Liter, ja. Weil der Papa hat so ein bisschen den Garten was umverändert und auch außerdem offenbar diese. Machst du da hier auch wieder was rein? Na klar. Also auf den Fensterbanken haben wir immer so Balkonblumen. Ja. Und für das haben wir das gekauft. Und jetzt würde ich sagen, starten wir und zeigen euch die Lebensmittel, weil das war jetzt nur Flüssigkeit. Nur Flüssigkeit, also. Ah, warte, wir sind noch nicht fertig mit der Flüssigkeit noch. Welche Flüssigkeit haben wir noch? Ah, noch mehr Flüssigkeiten. Also. Alle 6er Backen. Tiroler. What? Tiroler. Corona-Tiroler. Nein, das ist Corona-Freiwasser. Also, von Hofer haben wir Mineralwasser gekauft. Sanft, also mit Kohlensäure. Sanftes Wasser. Es Milch. Aber man sagt auch sanft. Nein, darf man nicht. Sagt man nicht. Okay, dann Milch. Still sagt man. Das ist nicht still. Sei still bitte. Sei bitte du. Also. Eine Packung Mildes. Ja, Mineralsblüten. Und dann haben wir noch 2 Stille gekauft. Oder? Das bringt ja beide her. Hast du nicht gesagt, wir sollen zeigen? 2. Bizeps. Was für eine Pause.
Jetzt sind wir aber wirklich fertig mit den Flüssigkeiten, oder? Molly, hast du? Also, wir haben ein bisschen was zum Snacken gekauft. Genau. Für die Kleinen. Und zwar einmal diese, wie heißen die? Pombeeren, Fake-Pombeeren. Einmal normal und dann einmal in Sour Cream. Cream. Ja, der Bär schaut aus wie der Papa. Schaut ja. Siehst du das, dann schaut so aus. Ich esse das nicht mehr. Ich will so aussehen. Du schaust schon so aus. Und das ist für mich ohne Bauch. Das sind so Gemüsechips. Das sind drin. Wirklich gut. Das ist lecker. Die rote sind süß. Da ist einmal rote Rübe, Pastinake, Karotte und Kartoffel. Und schmeckt wirklich sehr lecker. Muss man sagen, ja. Dann ein bisschen Süßkram natürlich, Milchschnitte. Wir waren ja, also genau was ich sagen wollte, wir waren ja beim Spar, haben wir die Getränke gekauft, dann waren wir beim Lidl, da haben wir gedacht, komm, kauf mal dort die Sachen. Aber wir kennen uns einfach null aus im Lidl, deswegen sind wir dann schnell wieder gegangen und sind zum Hofer, unseren richtigen Einkauf erledigen, weil irgendwie kennen wir uns im Lidl gar nicht aus. Ich glaube, das hat jeder, also entweder ist es jemand total auf Lidl oder total auf Hofer? Ja, ich glaube, das mit dem Einkaufen, es ist halt wie zu Hause in seinem Abstellraum, man weiß, wo was liegt. Genau. Und deswegen geht man halt immer dort, wo man halt sich auskennt. Genau, und weiß, wo alles liegt. Ne? Lidl kennen wir uns irgendwie null aus und deswegen gehen wir dann lieber gerne. Wahrscheinlich öfter. Aber schreibt es mal in die Kommentare, es interessiert mich immer so brennend. Seid ihr mehr Lidl oder mehr Hofer, beziehungsweise Aldi, wie sie ihr halt in Deutschland nennt. Schreibt es mal unten rein, es würde mich mega interessieren. Den Käse haben wir auch vom Hofer, das ist ja die Marke vom Hofer, zurück zum Ursprung. Das habe ich mir mitgenommen, ich mag ja so diesen Emmentaler Käse ganz gerne. Und bei mir muss der Käse gute Löcher haben, also große Löcher, weil sonst habe ich das Gefühl, dass er mir nicht schmeckt. Das ist so eine Kopfsache. Dann habe ich Mozzarella gerieben genommen zum Pizza backen. Dann hat der Papa das gleich von Merkur so Kaustangen für die Hunde gekauft. Die mögen das total gerne. Das sind so, ja, so in so Hühnerfleisch angewickelt, oder? So irgendwie, keine Ahnung. Ja. Ja, irgendwas zum Knabbern halt. Schmeckt einfach. Schmeckt einfach. Dann habe ich noch so eine Wurst von Merkur mitgenommen, so eine Bergwurst, Zillertaler Bergwurst. Schmeckt so ähnlich wie eine Wiener Wurst. Dann Toastschinken haben wir auch mitgenommen für, ja, für so Schinken-Käse-Toast oder die Kinder essen auch, das auch so gerne auf Brot. Oder für Pizza habe ich das auch mitgenommen. Wir wollen ja Pizza backen, habe ich hier gesagt. Dann hat der Papa noch seinen Liptauer mitgenommen von Zurück zum Ursprung. Der ist der mild oder scharf? Steht gar nicht drauf. Premium. Dann Eis. Das sind so Mini-Magnum, so Fake-Magnum. Also Magnum einfach. Und die Kinder essen die dann gerne, weil die so klein sind. Schaut mal. Kennt ihr bestimmt auch vielleicht. Vielleicht, wenn nicht, die schmecken original wie Magnum. Also? Ja. Also das sind diese vom Hofer, die nachgemachten. Aber man schmeckt keinen Unterschied von den Originalen zu denen hier. Dann habe ich dieses Kinderkarts mitgenommen. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon 3-4 Wochen hintereinander gekauft. Und das verschwindet immer total schnell. Das ist so lecker, weil das ist eben so ein Keks. Und da drinnen ist so dieses typische Kinderschokolade. Diese weiße und diese Vollmilchschokolade. Und ja, das ist mega yum yum. Dann Bananen haben wir auch gekauft für unsere Äffchen. Frühlingszwiebel. Das ist Mundparfüm. Mundparfüm, stimmt. Aber sehr lecker. Ja. Vor allem jetzt fürs Osterwochenende haben wir uns gedacht, dass das so mit Eiern und so Speck Zwiebel sehr lecker zum Snacken ist. Dann haben wir Frankfurter gekauft. Da haben wir so ein 8er-Paket mitgenommen. Pringles, Paprika-Chips mitgenommen. Und da wir gefüllte Paprika machen wollen, hat der Papa ganz viele Paprikas gekauft. 4 mal 3. Das sind 12. 12. Wer isst denn so viele? Aber das sind klein. Okay, ja, stimmt. Außerdem ich brauche eine Stück für eine Gemüsesuppe. Mhm. Deswegen. Ja, außerdem, wenn ich, du und der Basel werden sicher 2 essen, oder? Schau meinen Bauch an. Das sind die schnell mal weg, ne? Ja, voll. Dann habe ich noch eine Wurst. Dann habe ich genau da mal diese Salami auch für die Pizza gekauft. Und Debreziner Würstchen. Das sind so feurig scharfe Würstchen einfach. Die schmecken super lecker mit Püree. Also das ist so ganz, ganz, ganz lecker. Dann hat der Papa auch Geschirrspültabs gekauft
Vom Hofer nehmen wir die immer. Wenn die Skispüler rennt, nehme ich genau wie die Waschmaschine. Ja, wirklich oft. So zweimal am Tag manchmal, oder? Ja. Ja, nicht manchmal, sondern meistens. Ja, das ist Standard, zweimal am Tag. Dreimal ist das manchmal. Ja, wenn man so backen oder irgend so Zusätze. Ja, kannst vergessen, der wird rot. Ja, auf jeden Fall haben wir dann auch Mehl, 2 Kilo. Weil ja, Mehl braucht man immer. Genau. Wir backen sehr oft. Schnitzel auch. Dann 1 Kilo Zucker. Ah, dann haben wir was für die Doggies gekauft. Die sind hier unten schon und warten. Machst du Sophie einen? Wie heißen die? Rindermarkknochen. Die höhlen die dann immer so total aus. Ja, ist schon gut, Sophie. Ich renne mich nieder. Und dann auch noch so Rinderknochen. Da ist sogar noch Fleisch drauf. Und die Kinder, ja. Die Hunde fahren total ab auf dieses... Ja, dass es noch ein bisschen, dass es roh ist. Wenn man den Hunden halt rohes Fleisch geben möchte, dann halt nur Rind und kein Schwein. Das ist ganz wichtig. Warum vertragen die Hunde kein Schwein? Ich weiß nicht, aber... Vielleicht hat es mehr Bakterien. Ich kenne mich da nicht aus, aber ich weiß, dass es nicht so... Die Hunde sind schon hier. Mach mal eine. Eine Idee. Und eine Kuschelpi. Herzum. Ulala. Und was ist das? Eine für die Sophie. Eine für die Emi. Langsam. Gut kauen, ja? Tschüss. Dann haben wir, also ich beziehungsweise, ich habe so einen Lust auf diese Apfelringe gehabt. Dass ich das ist sauer, oder? Ja. Und das sind auch rote Äpfel drin. Keine Ahnung. Auf jeden Fall so, nimm 2 Lachgummi Apfelringe. Ich mag jetzt einfach mal. Ich mach das saure Ding ja. Deswegen habe ich die gerne. Ich glaube, das ist so lustig. Okay, gib mir einen. Nein. Aber ich bin auch mit Rot. Oh. Macht schon Unterschiede, oder? Ja, man, das ist sehr gut. Oh, wie lecker. Das ist voll sauer. Man braucht schon ein gutes Gebiss. Habe ich die euch beim letzten Mal schon gezeigt? Ich glaube, wir kaufen diese tatsächlich sehr, sehr oft. Die Kinder lieben diese Cornflakes. Die sind diese... wie heißen die? Lions, ja. Auf jeden Fall diese Fake vom Hofer schmecken original gleich, schauen genau gleich aus. Und ist um die Hälfte billiger. Die Hälfte? Ich glaube schon. Ein Drittel glaube ich noch. Na, das kostet 2 Euro, oder? Ja, sowas. Kann man nachher schauen. Also. Egal. Krustelbraten hat der Papa auch wieder gekauft. Das ist etwas, was wirklich auch die Kinder sehr gerne essen. Der Papa schneidet es dann so runter in Scheibchen. Das ist so ein Speck. Genau. Und dann mit Zwiebel. Das schmeckt so gut. Dann habe ich diese Butter gekauft. Die habt ihr sicher auch schon 3000 Mal in unseren Food Halls gesehen. Das ist diese Streichfeinbutter, die man halt sofort aufschmieren kann. Genau. Mit Rapsöl ist die. Ja, genau, mit Rapsöl und die ist ungesalzen. Ich kaufe immer die ungesalzene. Voll viele von euch schreiben mir immer: Kauft doch mal die gesalzene. Ich weiß nicht. Ich kann nicht. Ja, ich glaube, das ist ja halt, weil wir nie gegessen haben, so von den Eltern her auch. Man hat immer selbst genau, gesalzen. Ne? Genau, wenn ich salzen will, dann salze ich selber. Kann ich selber stören, wie viel, mehr. Genau. Und sonst, wenn ich es mit Marmelade essen will, mag ich es ja nicht gesalzen. Ja. Dann hast du recht, dann musst du 2 kaufen. Ja, genau. Dann haben wir Hackfleisch bzw. Verschiertes gekauft, wie wir es sagen. Für unsere, jetzt. Gefühlten Paprikas, genau, für das. Warte kurz. Wir haben doch hier noch was. Ja, warte mal, jetzt kommt Lidl. Jetzt sagen wir Lidl? Jetzt ist, sei gemischt, aber jetzt kommt nur Lidl. Jetzt kommt nur Lidl, okay. Nur Lidl. Wir waren ja beim Lidl, weil eigentlich wollte ich für mich diesen Gusseisentopf kaufen. Den habt ihr irgendeinen von euch 2-mal gekauft? Ja. Wir brauchen einen. Ich hätte so gerne einen gehabt. Der kostet mich nur 30 Euro und wenn man den beim Ikea kaufen will, dann kostet der 60 Euro. 60? Ich glaube, ja. Ich hätte den so gern zum Brotbacken und so. Für Eintöpfe. Ja, den rufe ich dann am Dienstag an. Deswegen zeigen wir euch jetzt die Sachen vom Lidl, die wir dann dort gekauft haben. Aber wir haben nicht so viel, aber doch ein paar Snacks und so. Ja, Dani plus Sahne habe ich gekauft. Das wollte ich schon letztes Mal beim Merkur kaufen. Weil die Kinder essen das total gerne, so Pudding. Und ich finde das so praktisch, weil das so klein ist. Dann hat man also mit diesen Sahne mit viel Pudding, also mit Pudding. Bei den Bohnen hat man dann zu viel Pudding und dann schmeckt es nicht mehr. Das habe ich schon mega lange nicht mehr gekauft. Das habe ich früher immer total oft in den Food Halls hergezeigt. Das esse ich so gerne. Das sind so Kartoffelleibchen mit Brokkoli, Karotten und Erbsen. Und als ich schwanger war mit dem kleinen Philipp, habe ich keine Kartoffeln vertragen. Mir wurde davon immer schlecht und habe sogar ein paar Mal erbrochen. Deswegen habe ich das dann nicht mehr essen können. Dann hat der Papa auch einen Landliebe-Grießpudding gekauft. Wer isst denn gerne? Ich glaube, die Lara, oder? Auch. Du auch?
Der schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Also wenn ihr Grießpudding mögt, dann ist traditionell. Es gibt einen, der hat Zimt schon drinnen, aber der hat kein Zimt. Dann hat der Papa auch eine Streichwurst gekauft. Ein gutes Stück Heimat. Ja, auf jeden Fall so eine Leberwurst, so eine kleine. Dann den liebsten Joghurt, den kaufe ich immer total gerne beim Lidl. Und zwar ist das dieser Müller, Fake Müller, Milchreis Knusperjoghurt. Milbona, ja, aber der schmeckt original lecker. Mit diesen Schokoperlen, also Vanillepudding mit so Schokoperlen. Dann haben wir auf Empfehlung von einer Zuschauerin, die gesagt hat, dass diese Chicken Nuggets beim besser als die vom Migros sind. Dass die besser sind und deswegen haben wir die jetzt mal auch genommen. Die schauen aus, als wenn die vom McDonald's wären. Die haben ja auch zwei Soße dabei, oder? Genau. Einmal Curry und einmal Sour. Curry und Süß. Ich hasse Curry. Ja, auf jeden Fall. Haben wir das jetzt gekauft, um es mal auszuprobieren. Curry mit Ketchup. Curry. Aber kann ich das wohl nicht aussprechen? Gleich jetzt in den Tiefen. Curry heißt es? Curry. Ja, was habe ich jetzt ausgesprochen? Curry. Curry? Als hättest du Pflaumen im Mund. Cornflakes mit X. Aha, da habe ich gerade. Ich bin auch ein heimlicher Hater. So eine Frau habe ich gerade. Irgendwie ist es so dunkel jetzt geworden, oder? Ja, so war später. War jetzt mit dieses. Dann beim Lidl haben Frischon, wir. Frischon, ne? Frischon, ne? Das gibt es nur beim Lidl? Nein, ja. Das gibt es beim Merkur auch, glaube ich. Also nicht in Frischon, ne? Weiß ich nicht, auf jeden Fall. Diese Erbsen-Karotten-Mix, kennt ihr das? Das ist so lecker. Wir kaufen das und haben das total gerne so als Gericht. So, der Papa macht da meistens so ein Gericht da draus mit Tomatensauce, so ein Eintopf. Schmeckt sehr gut. Oder auch so kann man es zu irgendwelchen jeglichen Gerichten als Beilage dazu. Schmeckt mega gut. Normalerweise bin ich jetzt nicht so ein Freund von diesen Dosendingern, aber das ist yum yum. Dann hat der Papa wieder Kaschkawal gekauft. Kennt ihr Kaschkawal? Das ist so gut. Das ist von der Marke auch Milbona. Deutschland Nummer 1 meistverkauft. Das steht hier auf Bulgarisch Kaschkawal und da ist auf Türkisch Peynir. Kaşar peyniri. Ja. Auf das jeden Fall. Mega lecker. Dieser Käse. Also wir kennen den auch vom Geschmack her wie der rumänische Käse. Wahrscheinlich ist das einfach so ein Balkan-Ding. Also so. Aber der heißt Kaşkaval bei uns genauso, oder? Genau, bei uns heißt es auch Kaşkaval. Aber es schmeckt anders als der normale Käse, da muss man schon sagen. Genau, es schmeckt ein bisschen anders als so Emmentaler oder Gouda. Es schmeckt anders. Aber Kaşkaval ist einzigartig. Dann hat der Papa gewürfeltes Schweinefleisch genommen, weil er Reisfleisch machen möchte. Das blendet nicht so. Also so Schweinefleisch, das schon zurecht geschnitten ist, in kleine Würfel. Dann habe ich für die Kinder Brezeln gekauft. Oh Mann, die sind schon ein bisschen geschmolzen. Ja, man muss beide, sonst kann man den trinken. 9 Brezeln. Wir haben 2 Pakete gekauft und das ist von der Marke Grafschafter. Die haben immer ganz viele. Das ist doch beim Metro, gell? Ja, keine Ahnung. Da haben wir mal die Semmel. Ah ja, die Semmel, ja, stimmt. Mama hat ein gutes Gedächtnis. Tja, die käme aus. Mama vergisst nie. Dann habe ich beim Lidl so eine Sprühsahne gekauft. Die Kinder, wenn die das hören, die fahren voll drauf ab. Kakao mit Sprühsahne oder einfach so. Papa, kannst du so? Ja, Papa, kannst du mal drücken? Dann lassen sie sich so von der Sprühsahne her. Dann Schokolade, natürlich. Einmal Kinderriegel habe ich gekauft. Einmal Bananika. Dann habe ich Bananika. Bananika? Ja, das ist. Ich schau mal, das ist, welche Sprache? Serbisch steht da drauf, oder? Bananika, oder? Bananika. Benassi. Bananika. Das ist auf jeden Fall eine serbische Marke. Das ist, werden das sich auch Bananika aussprechen. Das ist 5 Komada. Was ist das Komada? Das Stück wahrscheinlich, oder? Das ist auf jeden Fall 5 Komada. 5 Komada. Ja. Bananika. Jedina Brava. Also, habe ich gerade gesprochen? Wer hat das jetzt bestanden? Na, das ist mal, sag mal, Adel. Jedina Brava. Nicht Jedina? Nein, Jedina. Jedina. Jedina Brava. Papa ist der bessere Serbe von uns. Okay. Auf jeden Fall Bananen, Schokobananen. Mir hat das aber, weil auf uns, also ich würde es auf Rumänisch so aussprechen: Bananica. Und das heißt kleine Banane. Banänchen. Ja, keine Ahnung. Fand ich nur süß. Die Verpackung hat mich angesprochen. Ich hatte übrigens mega Hunger, als wir beim Lidl waren. Also, man bleibt wie sehr süß gerade. Kinder-Country habe ich aufgekauft. Ah, mein Gott, diese Schokolade ist pure Kindheit für mich. Ich bin ein Kind der 90er. Und mein Papa hat mir früher immer diese Schokolade gekauft. Und früher war die in Papier eingewickelt. Wer kann sich noch an das erinnern? Früher war Schokolade in Papier und Folie eingewickelt. Weißt du noch? Zuerst in Alufolie und dann in Papier. In der 90er. Ja, mein Kind. Und danach, da drinnen war immer so ein Comic in Papier. Und jetzt haben sie es halt auf diese Folie raufgedruckt. Zeig mal.
Ja. Und das ist ein, ich habe ehrlich gesagt nicht mehr unter dem Mantel. Das ist Kindheitserinnerung für mich, diese weiße Schokolade. Oh, die Erinnerung an meine Mama auch. Ja. Und dann habe ich noch so eine weiße Schoki genommen mit ganzen Haselnüssen. So, natürlich nach so vielen Süßigkeiten muss man auch die Zähne putzen, weil sonst, sag mal, Stammkunden beim Zahnarzt. Ja, genau. Ich habe einfach eine Paradontax mitgenommen. Voll cool, dass es sowas beim Lidl gibt, oder? Ja, ja, sicher, nach so vielen Süßigkeiten. Danke, Lidl. Diese Zahnpasta schmeckt zwar super ekelhaft, aber reduziert Zahnverschmutzung, oder? Das hast du früher immer verwendet, gell? Ja, ja. Und dann eine Pro-Schmelz, sind so dünne, wie auch gesagt. Das heißt, falls den Zahnschmelz abgeht durch die Süßigkeiten, hat man dann die Lösung, Pro-Schmelz-Zahnpasta. Ja, und die Zahnfleischbrüten. Dem Kleinen habe ich Dino-Socken gekauft. Siehst du, oder? Ich kenn sie. Dann haben wir Körnchen drauf. Wir haben uns das sogar dort schneiden lassen. In unserer Lidl-Filiale kann man nämlich sein Brot schneiden lassen. Und deswegen haben wir das gleich ausgenutzt. Man kann sogar aussuchen zwischen 10 mm, 12 und 14. Und ja, so, beim Einpacken war es ein bisschen blöd, aber voll cool. Na, ich glaube, wir haben falsch gemacht beim Einpacken. Wir haben mit der Hand rausgenommen und da in der Tüte reingegeben. Ich glaube, das ist falsch. Vielleicht man hätte diese Dingsbums drauf. Ja, ich weiß nicht wie. Irgendwas haben wir falsch gemacht. Mal bei den anderen zuschauen, wie die das machen. Auf jeden Fall voll cool, dass man das Brot schneiden kann. Und dann hat der Papa noch ein weißes Brot gekauft, aber das habe ich jetzt mit Absicht nicht schneiden lassen, weil Weißbrot hat ja die Tendenz, schnell zu hart zu werden. Hart zu werden. Und dann, wenn man es geschnitten hat, ciao. Aber Weißbrot erinnert mich an Ramen. Das ist Kindheitserinnerung von Papa. Und der Papa hat sich noch eine Bezell-Margarine mitgenommen. Die ist nämlich super für cholesterinbewusste Ernährung. Beim Hofer haben wir auch einen 5 Kilo Sack Kartoffeln gekauft. Bei uns verschwindet so ein Kartoffelsack recht schnell. Also dreimal kochen und das war's. Ja, genau. Eis für die Kinder. Die Kinder lieben dieses Eis Plombier. Ich glaube, ihr kennt es auch. Das ist so eine Waffe. Da kommt auch ein Waffel. Waffe. Ja, ist eine Waffe. Ist eine Waffe drin. Ist eine Waffel und das ist nicht durchsichtig, oder? Aber super lecker. Den Vanillegeschmack. Kindheitserinnerung. Wer noch nie gegessen hat, auf jeden Fall probieren. Und es gibt auch Karamell und Schoko oder nur Karamell? Karamell schmeckt uns aber nicht so, gell? Ich weiß nicht, ich hab noch nicht so. Doch, haben wir, glaube ich, einmal haben wir es gegessen. Haben wir einmal? Die Mama hat ein gutes Gedächtnis. Das heißt, wir haben einmal, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Der Papa, der merkt sich nichts. Ich höre, der vergisst einfach. Außer wenn du mir was Böses antust. Ja. Das vergesse ich nie. Aber ich tue dir nie was Böses. Ah ja. So, weiter geht's. Wir haben hier einmal Petersilie glatt. Für was hast du das genommen? Also ich habe das genommen, weil ich eine Gemüsesuppe vorbereiten werde und dafür brauche ich Petersilie. Dann habe ich Oliven gekauft. Ich liebe. Warum hast du Oliven gekauft? Weil ich habe auch Hummus gekauft und ich finde, dass Oliven, also schwarze Oliven und Hummus, diesen hier, super lecker in der Kombination schmecken. Mega. Ich habe das mal in einem Lokal gegessen, was den Freiraum. Kannst du sagen, das hast du auch mal gegessen? Ich war Hummus? Nicht mit, oder? Doch, Hummus. Wie kann ich denn? Ah, oh, bitte. Wo ist Freiraum? Auf der Maria-Hilfer-Straße. Was haben die gegessen? Das ist gegenüber von McDonalds da oben. Und die machen das super mit. Mit wem warst du da? Ich war schon mit mehreren Freundinnen dort. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich da war. Mit wem warst du dort? Mit Männern. Ich war nicht dort. Sicher, du hast auch mal das gegessen. Ich hab's für dich bestellt. Warme Ciabatta mit Hummus und schwarzen Oliven. Okay, lass mal es gießen. Auf jeden Fall ist das der beste Hummus, den es gibt. Den gibt es beim Merkur. Hummus mit Pinienkerne und wilden Kräutern. Und dazu gibt es dann diese leckeren Kalamata-Oliven mit Kern. Wilde Oliven. Die Michelle möchte eine Torte backen, deswegen hat sie mich gebeten, Kuvertüre hier mitzubringen. Michelle backt den jetzt total gerne, dann setzt sie sich hin und dann verzaubert sie ein paar Muffins oder ja. Kennst du die Werbung? Nein. Duplo. Hallo? Ich für dich. Achso. Warte, jetzt ist ein Nups. Eine Zucchini. Wir wollen nämlich gebratene Nudeln machen und deswegen brauchen wir das. Aubergine. Das ist keine Aubergine, das ist eine Zucchini. Okay. Dann hat der Papi auch Tomaten mitgenommen. Drei Pakete, die sind von Merkur, gell? Ja. Sprossen haben wir gekauft, auch für unser gebratene Nudelngericht. Dann hat sich der Papa Stevia genommen. Der Papa verwendet ja gar keinen Zucker mehr, also jetzt für einen Kaffee oder Tee oder so. Natürlich konsumiert er noch Zucker, weil in manchen Produkten ist einfach Zucker drin. Ja, aber so, wenn ich einen Tee trinke oder irgendwas, dann... Nur Stevia. Ja. Dann Schalotten. Bananenschalotte ist drauf. Warum? Keine Ahnung. Ruf an, Frage.
Weil die so riesig sind. Warum hast du die gekauft? Die schauen lecker aus. Wie können Zwiebeln lecker aussehen? Ich krieg Hunger in der Tasche. Echt? Das ist ein richtiger rumänischer Mann. Ja. Ich brauche noch Schafskäse und das passt schon. Ja, passt schon. Dann eine riesengroße Extrawurst für die Kinder. Wir nehmen immer gerne dieses halbe Ding hier von Radarz. Die Kinder essen so sehr gerne, wenn wir so Scheibchen runterschneiden oder Würfel. Ja, zum Snacken. Aber der Papa isst es auch total gerne. So. Gell? Ja. Isst es auch gerne. Ja. Dann Ketchup. Wir nehmen immer den hier von Heinz. Der ist auch immer total schnell leer bei uns. Kommt mir vor. Ja, aber das ist mir wirklich gut. Also, ich esse kein Ketchup. Ich mag Ketchup generell nicht. Aber den könnte ich mir mal warten mit. Er isst sowieso kein Ketchup, das ist mir wurscht. Mehr nicht. Ja. Dann eine Schlagsahne habe ich gekauft, weil ich habe gesagt, ich will mit backen und dafür braucht sie die Schlagsahne. Dann habe ich meine Lieblingsmarmelade gekauft, diese von Dabo, erlesene Weichsel und die ist sehr, sehr gut. Dann Vollmilch hat der Papa gekauft, also wir nehmen da immer diese in der Flasche. Das für ist Grießkuchen. Für Grießkuchen, okay. Auf jeden Fall immer in der Mehrwegflasche. Die ist eine ziemlich teure Mehrwegflasche, oder? 22 Cent. Dann haben wir Nutella gekauft, weil, ja, wir brauchen Nutella. Nutella braucht man den Alltag, also ohne Nutella löffeln nichts. Ah, wenn wir mal Pancakes oder so machen und die Kinder essen das halt gern. Dann haben wir wieder Alpro Haselnussmilch gekauft. Ihr wisst, die Kinder essen ihre Cornflakes, Müsli und so weiter immer mit dieser Milch, deswegen. Yes. Nur viermal. So, meine Lieben, das war's jetzt mit dem Food Haul. Also, wie gesagt, knappe 300 Euro, also 280. Viele Getränke. Und viele Süßigkeiten für die Mama. Und Zahnpasta auch noch. Aber wir haben auch viele Sachen. Wir haben Fleisch gekauft, komm, beruhig dich. Am meisten, was ich mir fräse, das. Ah, Mann, oh Mann. Heute ist der Papa ein lustiger. Ich erinnere mich an meine Oma, wenn ich das rieche. Wirklich? Ja, voll. Sie hat immer am Haus. Am Feld. Ja, und das haben wir am Markt verkauft und ich bin auch mitgegangen und ich habe diese Bund habe ich selber gemacht mit meinen kleinen Händchen dann. Oh, deswegen. Die war sieben. Oh, süß. Und dann bin ich auch am Markt mitgegangen, habe verkauft ein Leu. Also sieht jeder als Kindheitserinnerung. Ich mit Schoki, der Papa mit Frühlingszwiebeln. Ja, was soll ich sagen? Gut, meine Lieben, ich hoffe, der Food Haul hat euch gefallen. Was sollt ihr in die Kommentare schreiben? Ihr wisst Bescheid. Ich frage ja immer, wie viel gebt ihr für Essen aus, weil. Ja, das ist irgendwie die meist interessanteste Frage. Aber schreibt dazu, ja, wie viele Personen ihr im Haushalt habt, weil das ist wichtig. Und wo geht ihr einkaufen? Ja, ihr habt zu fummeln. Und wo geht ihr gern einkaufen? Seid ihr eher Team Lidl oder Team Hofer? Aldi. Ja, wir sind definitiv Team Hofer und Merkur. Hofer, I love you. Zum Hoferpreis. Ja. Na gut, meine Lieben, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Tschüss. Mal. Bye, bye.